Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles in 19 Deutsche Heimat. Und wie wir es kennen, bin ich hier weiter am Probieren. Ja, nichts Neues. Und bin jetzt zwar ein bisschen weiter auf dem Feld, wir sind dann auch hier bald fertig. Dann geht es aber auf die nächsten Felder, also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und ich habe im ersten Aufnahmeversuch hier, da bin ich wieder in die Konsole gekommen. Ich glaube, ich stelle die jetzt mal wieder aus. Der Nutzenfaktor ist nicht so groß wie die Anzahl der Folgen, die ich jetzt schon abbrechen musste, weil ich die Konsole geöffnet habe. Ich habe mir nämlich einen neuen Deutz gekauft, einen Deutz Warrior mit einem 6-Meter-Grubber hinten dran, der jetzt auf Feld 73 unterwegs ist. Damit es, wie gesagt, ein bisschen weiter vorangeht. Vier, also das sind auch wieder ungefähr 20 Felder, ne, reichen 4 Grubber gut für aus. Weniger dürfen es nicht sein, mehr aber auch nicht. Also, das ist so schon alles ganz. Wenn wir hier schauen, nehme ich jetzt hier. Oh, nicht weiterkommen, weil der Baum direkt im Weg ist. Wir müssen das Ganze erstmal rückwärts machen. Jetzt ranfahren. Können wir hier den Rest wegmachen und. An der anderen Seite müssen wir natürlich dann auch wieder rückwärts ranfahren, ist ja klar. Verdrückt, hallo! Immer wenn du aus Versehen die Windows-Taste drückst, statt die Alt-Taste. Jetzt aber. Mal senken. Oh. Da sind alle, die gut am Arbeiten. Der ist hier auf dem Doppelfeld unterwegs, weil Kirby das Ganze so berechnet hat. Es sind aber keine Bäume dazwischen, deswegen können wir den so, können wir das so machen lassen und das dann auch so einstellen und speichern. Der hier ist auch dann relativ bald fertig auf 112, geht dann auf 107, 100, 904, ne? Ganzen größeren. Und der hier geht, wenn er auf 73 fertig ist, dann auch auf andere weiter. Also, hier mal noch genügend zu tun. Haben wir auch noch. Wird auch zwischen den Folgen hier ein bisschen weiterarbeiten. Damit es hier auch für euch gut vorangeht und nicht zig Folgen lang das gleiche seht. Ist hier auch Zuschauen. Wenn man es anhört, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber beim Zuschauen schon und deswegen machen wir es einfach so. Ja. Sondern dass ich mit dieser Musik die Eisenbahngeschichte Videos auf YouTube verbinde. Ja gut, davon habe ich die auch, also dadurch habe ich die gefunden. Da habe ich sie natürlich aus der YouTube Audiobibliothek. Bibliothek. Bibliothek. Ach, ja immer. Das Dreckmodell bei dem Glas ist schon. Ja, ist schon sehr gut, also das ist echt dreckig. Aber auch schon auf der Hauptfach gesehen, dass dieser Glas Atlas, ist ja matt, was der nicht aus dem Matt abkommt, dass der sehr dreckig wird, aber sehr realistisch dreckig, muss ich sagen. Bei so einer Arbeit, so lange wie der jetzt hier arbeitet, ist ja kein Wunder, dass der so dreckig ist. Wobei ist ja auch dreckig. Der müsste eigentlich noch mehr dreckiger sein, weil er deutlich länger arbeitet. Ach, was machen wir mal. Ah, genau. Aber irgendwie ändert das hier irgendwie nichts, wenn die so weit unten sind mit dieser Anzeige für. Also mit der Wartungsanzeige, dass die mal gewartet werden müssen. Das ändert hier irgendwie nichts. Die grubbern ja trotzdem noch. Dass sie langsamer werden oder so, aber irgendwie ändert das nichts. Halt eine optische Anzeige, dass du was tun sollst, aber im Gameplay und Spielmechanik ändert das nichts. Jedenfalls habe ich noch nicht gesehen, dass der dann aufhört zu grubbern. Außer halt das einfach stehen lässt und nicht wegmacht.
wenn man den nicht repariert. Das tut der hier nicht. Moment, hier. Der ist hier auf 0% und trotzdem wird das Ganze hier noch gegrubbert. Also ich könnte bei denen so weiterlaufen lassen bis zum Ende. Auch den hier, der ist ja bei 1%. Das ist es auch nicht wirklich. Und das, was jetzt hier anders aussieht, liegt halt daran, dass die Wachstumsstufe weiter fortgeschritten ist. Auf erste Stufe und deswegen, dass da halt anders aussieht als das in der gesäten Wachstumsstufe. Das ist der Unterschied. Das hat nichts damit zu tun, dass der hier nicht vernünftig grubbert, weil wenn er jetzt hier gleich ansetzt, dann sehen wir das nämlich hier auch. Dass er das hier wegmacht. Ja, hier. Relativ egal, das macht er dann trotzdem weg. Also irgendwie hat die Anzeige nur was Optisches, aber nichts, was mit dem Gameplay zu tun hat. Das wusste ich jetzt auch noch nicht, weil ich das, außer auf der Grünschule landen, habe ich das befolgt, soweit ich gesehen habe, 0%. Okay, dann was ist. Reparierst du die? Jetzt lassen wir sie hier einfach mal so weit laufen, wie es geht. Die irgendwie kaputt gehen oder ihre Arbeit nicht mehr richtig machen, das werden wir dann sehen. So als Test. Ihr wisst mit den Baumodellen auch los, da sind die Stimmen auf einmal grün von der Ferne. Das Grün ist zwar meine Lieblingsfarbe und die Bäume sind schön, aber grüne Stämme sehen irgendwie scheiße aus. Wir können einfach über den Grünstreifen drüber. Kein Problem, so kommen wir halt einfach schneller voran, wenn wir zwei Felder gleichzeitig machen. Oben müssen wir sowieso wieder quer fahren. 69, 70, 71. 72, das Ende ist dann die Hoffläche, wo wir unseren Hof da irgendwann mal aufbauen können. Das können wir auch mal machen mit der Werkstatt, damit wir die Fahrzeuge dann irgendwann reparieren können. Natürlich auch im Kerch, damit wir was sauber machen können, wenn sie fertig sind mit dem Grubbern. So. Und wieder einmal wenden. Also wenn ich es aktuell einordnen müsste, macht mir ETS am meisten Spaß, deswegen habe ich da vor, viele Folgen wovon zu bringen. LS macht mir zwar auch noch Spaß, und auch viel, aber jetzt gerade aktuell nicht so viel wie ETS 2 und deswegen, ja. Ist ja eindeutig, dass das Ganze so gemacht wird. Habe ich aber, glaube ich, auch schon erwähnt, dass ich halt öfters, dass ich das jetzt so machen werde, was mir am meisten Spaß macht. Also, was mir am meisten Spaß macht, wird am höchsten gerankt von den Projekten, die viele Folgen bekommen, was mir am wenigsten Spaß macht nach unten oder halt gar nicht. So wie beiden Projekte Landwirtschaft und Nordostsee-Kanal und Altkirch im Elsass, die pausiert sind, wahrscheinlich komplett beendet, aber das möchte ich noch nicht sagen, kann natürlich das trotzdem irgendwann noch mal wieder Lust darauf bekommen, so okay, können wir doch noch mal probieren und weitermachen wegen Pausierung, keine Beendung. Ja, der Käse ist noch nicht gegessen, der Drop ist noch nicht gelutscht. Ja, sowas. Aber wir sind schon relativ weit gekommen. Wenn man bedenkt, dass wir in der ersten Folge da hinten in dem Feld waren. Mit dem Grund nicht das neben mir, sondern das da hinten. Und jetzt in der fünften Folge hier. Gleich haben wir ein bisschen zwischen den Folgen fahren lassen, aber vor allen Dingen während den Folgen haben wir hier gearbeitet, die Elfen haben den Rest gemacht. Ja. Schon gut. Aber bei den alten Sendeplan gemerkt, okay, du bekommst noch nicht mal den ersten Tag hin. Dann lässt es lieber kommen, lässt es lieber nicht so, sondern machst du einfach was Neues, was dann besser gehen soll, deswegen. Ist da jetzt die Änderung gekommen? Gibt es ja zwei Projekte weniger und vier Folgen generell fallen aus, einfach als Platz für neue Projekte, die dann da reinkommen könnten. Vielleicht wieder andere beendet oder das früher oder so, damit man halt immer noch ein bisschen Platz darin hat. Aber man dann an den Zeitpunkten sehen, wenn es soweit ist.
Wieso bei ATS2 ist Verfolgen für mich aktuell einfach auch ein bisschen besser, weil du, ja, also es passiert halt mehr. Hier fährst du halt, also es macht trotzdem Spaß, aber Verfolgen ist nicht so ganz gut so spielen. Dann machst du so bei solchen Passagen, das ist halt einfach so, schmeißt hier. Also dir ein Video im Hintergrund an, was du dann schaust und während der Zeit hin und her fährst. Natürlich in der Aufnahme nicht. Ich kann das natürlich zwischen den Aufnahmen machen, aber wenn ich gerade eine Aufnahme brauche, dann muss ich das natürlich so machen. Was ist denn also? In DS2 ist das Ganze halt einfacher, weil da passiert halt bei einer Fahrt sowieso immer irgendwas oder du siehst irgendwas an der Strecke, Sehenswürdigkeit, dann hast du wieder irgendwas, wo du drüber reden kannst. Das ist ja natürlich auch schwieriger, wenn du jetzt gerade kein Thema gefunden hast, worüber du reden kannst. Weil ich jetzt natürlich damit eins gefunden habe, aber ist auch nicht immer so bei den Folgen rausgekommen sind auf der 19 aus Friesland hat man das gemerkt, genau was ich darüber reden soll. Na ja, gut, mit dem Stichwort aus Friesland gerade habe ich was gefunden für die nächste Folge. Ja. Aber für die bringt das jetzt nichts mehr. Ne, wäre das Ganze abgeschnitten und die Folge wäre zu lang oder so, ne, von der nächsten Folge. Von dem Projekt oder halt vom anderen Projekt. Ich glaube wahrscheinlich eher vom anderen, aber das werdet ihr dann ja sehen. Oh, hier, der Baum im Weg. Ist kommen. Ja. Einmal hier. Gut, jetzt auch nicht so schwer. Ist einfach wieder hier. Das geht mit dem Ding hier sowieso einfacher, weil der direkt hinten dran hängt und kein eigenes Rad hat. Also damit nicht selbst lenkt, sondern genauso lenkt, wie du es den Traktor lenkst. Ja. Das Ganze mit dem sowieso einfach rückwärts zu fahren, wobei ich ja, wie auch schon gesehen und gesagt, mittlerweile ja auch mit Anhängern rückwärts fahren kann. Das muss passiert mehr Zeit. Ja. Aber es ein bisschen übt, dann geht's. Vor dem Vordergrund ist nicht. Von den ganzen Folgen, die ich jetzt schon gemacht habe, sind ja schon 60 Stück. Wahnsinn. Von 2 Monaten 60 Folgen machen. Aber andere nicht. Gut. Natürlich auch, natürlich keinen sonderlich großen Aufwand in der Nachbearbeitung, würde ich auch sagen. Weil es ja mit Ironie nicht mit Stimme gemeint. Für die, die Ironie nicht verstehen. Ah, wieder die schöne Elvis Cameras Musik. Gut, da stand auch oben, brauche ich glaube ich gar nicht zu sagen. Wenn du das ohnehin schon willst, ist ja oben stand. So. Das ist ein bisschen doof jetzt hier gefallen, das heißt wir müssen nochmal zurück. Ich weiß nicht, bei den Bäumen fallen. Ich glaube nicht, dass wir GPS die letzte Fahrt nehmen können. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn die Linie am anderen Feld, also am Feldende, so ist, dass du nicht übers Feldende fährst, sondern halt einen Streifen noch lässt, wo du dann halt dann aber drüber fahren musst. Ja. Wie sieht's bei den anderen Traktoren aus? Wie weit seid ihr? Ja, cool. Mal ein bisschen weiter hier. Also hier jetzt im Einsatz. Einmal wir und dreimal ein Helfer. Vielleicht haben wir auf alle Fälle genügend. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal für die ganze Saison, die wir jetzt hier haben, also grubbern, galten, säen, ernten, ganze wegfahren, Produktion und alles Mögliche, werden wir jetzt erstmal unbestimmten Geldstand haben, also halt so viel wie wir brauchen für die Maschinen, die wir dafür brauchen. Wie auch schon öfters gesagt. Und wenn das Ganze dann rum ist, dann werden wir mal schauen, auf welchen Betrag wir das einstellen. Wahrscheinlich so 100.000 oder 200.000. Weil das Ganze dann sowieso nachher reinwirtschaften können, weil wir dann ja schon die Ernte haben. Jetzt Ganze sowieso immer einfacher, als wenn man komplett ohne anfängt. Jetzt hier mit den mehreren Feldern die Maschinen kaufen, das ist mit 1,25 Millionen ja schon schnell am Ende. Das finde ich schon die Gruppe Chaos und das dann noch selber Maschinen, Düngestreuer,
Erntemaschinen, Anhänger, weitere Traktoren und alles Mögliche kaufen musst. Ah, habe ich das so eingestellt, das so gemacht, dass das Ganze so, wie ich es gerade gesagt habe. Damit bin ich aber auch relativ alleine von den Ideen für Projekte. Meistens wird das so gemacht, dass man halt mit drei Karten sich die Felder da dementsprechend aussucht. Ich wollte aber halt die Felder so für den Anfang aussuchen, wie es mir gerade am besten passt. Und dann muss man noch die Fahrzeuge anpassen. Und nicht die Felder ins Geld. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt so machen. Wenn der machen, wer möchte. Außer natürlich in Realistics damals so gemacht. Habe ich halt noch zwei Felder dazu gekauft, weil. Ja, drei waren es, glaube ich, weil ein Feld ein bisschen zu wenig war. Warum zu kaum Geld rein? Aber sonst habe ich da ja nichts gemacht. Bin ja komplett ohne diesen Geldvorschuss, bis wir alle möglichen Maschinen haben, sondern wir spielen mal halt so, wie es am Anfang ist, wenn man kein Money Tool hat, um sich Geld zu cheaten. Das geht ja anfangs nicht, wenn das Spiel neu raus ist. Habe ich bisher noch nicht erlebt, weil ich mir das Spiel immer gekauft habe, wenn Money Tool draußen war. Aber ich glaube, bei S22 könnte es sein, dass es ganz nicht so wird, was nur hier an YouTube liegt, weil ich euch gerne zum Release Videos vom S22 präsentieren möchte. Vorher kann ich natürlich nicht, ist ja klar. Dafür muss man Giants Partner sein oder so. Der James Gold Partner oder was auch immer gibt. Bin ich aber auf alle Fälle nicht. Ah, Intro-Musik. Aber diesmal zum zweiten Mal. Ich kann es nicht überspringen. Na gut. Ich würde aber sagen, mit der Musik, mit der immer alles anfängt, beenden wir auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gut unterhalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Dann auf Feld 69. Das Feld ist nämlich jetzt auch fertig. Und dann. Wenn man es hier wieder, wenn ich hier weiter probiert habe, wenn ich auch bis weiter vorne gegangen ist. Bis dann, bleibt gesund und tschüss. Und Misusus, wir sehen gerade nichts. Ah. Hallo. Bitte setzen Gruppe wieder dahin, ich wollte hier weiterfahren. Bis zur nächsten Folge.